So, ja, da unten rechts ist mein Bild. Eine kleine Trizeps-Pose. Ich habe einen Sportkanal mit über 17.000 Abonnenten und über 8 Millionen Views bis jetzt, namens Akko the Persian Killer. Wie gesagt, dort geht es um Muskelaufbau, Kraftsport und auch Drohnenvideos und einmal mein Gaming-Kanal Akko Power Let's Play. Ja, beide Kanäle könnt ihr kostenlos abonnieren und unten hier unten könnt ihr mein Facebook lesen. Akko, Platz lassen, Akko, Platz lassen, Armani. Alles klar, viel Spaß beim Video. So Leute, diesmal machen wir das ein bisschen anders und zwar möchte ich euch diesmal die Spielergebnisse zuerst zeigen und dann das Replay an sich. Jetzt schauen wir mal. Leopard 1 war in unserem Team, der hat 0 Damage, 1500 gespottet und verreckt. Ein Spieler mit 8700er WOT-Wertung. So, im Gegnerteam, ganz besonders wichtig, der T62A hier. Der ist auch Richtung ne, dahin gefahren, wo man nicht hinfahren sollte. Der ist mit null Spot Damage und kaum Damage aus dem Spiel gegangen. Ebenso der Jagdpanzer E100 vom Gegner, gerade mal 1000 Schaden, 6000er WOT-Wertung. Kein schlechter Spieler. Der E100 vom Gegner, zwar 3600 abgewehrt, 1400 nur rausgehauen. Der ist auch dorthin gefahren, wo man nicht hinfahren sollte. Auch ein sehr guter Spieler. Was haben diese ganzen Panzer alle falsch gemacht? Das sehen wir uns jetzt gleich an. Viel Spaß beim Replay. Das, was man auf dieser Map nicht machen sollte. Ja, Leute. So, also ich habe euch die Spielergebnisse zuerst gezeigt. Schaut euch mal den Leopard 1 von uns an. Wo ist er denn? Wo ist Leopard 1? Hier der Kollege, ja. Schaut euch mal im Gegnerteam den Jagdpanzer E100, den T62A und deren E100 an. Ja, diese drei vom Gegnerteam und unser Leopard 1 werden jetzt direkt am Anfang des Spiels den allergrößten, dümmsten Fehler machen, den man auf dieser Map überhaupt machen kann. Ja, Achtung. Hier unser Leopard 1, hier links hinter mir. Ich stelle mich hier passiv in Busch rein. Da ist unser Leopard 1. Ich mache den da hinten auf. Achtung, unser Leopard 1. Achtung, unser Leopard 1. Achtung, unser Leopard 1. Ein Treffer, zwei Treffer, drei Treffer. Und das war's. Ja, er hat es geschafft, innerhalb von 10, 20 Sekunden im Spiel da zu verrecken. Nichtsdestotrotz gucken wir uns doch mal den gegnerischen E100 an. Er macht den größten Fehler, den man auf dieser Map überhaupt machen kann, den dümmsten Fehler ever, nämlich Richtung Mitte zu fahren. Den Spot hier in der Mitte kann man passiv, so wie ich, klug, wenn man ist, einfach ungespottet von hier aus machen. Ich habe auch eine sehr kranke Crew. Ich habe ja weit über 10, 11.000 Gefechte auf meiner Badget. Dementsprechend ist die Crew von meiner Badget richtig krank. Sichtweite Maximum, Tarnung Maximum, Waffenbrüder und sämtliches andere Zeug auch Maximum. Ja, der E100 vom Gegner steht zwar dort hull down. Nichtsdestotrotz haben wir genug TDs und was auch immer, die den trotzdem penetrieren können am Turm. Der gegnerische Jagdpanzer E100 hat noch ein bisschen Glück, aber er checkt es nicht. Also er müsste jetzt zum Beispiel rückwärts und da abhauen und er macht jetzt den gleichen Fehler wie der E100. Genau den gleichen Fehler wie der T62A. Übrigens, Centurion AX und Leopard 1 von denen haben sich auch hier offen blicken lassen. Haben auch schon einiges kassiert. Ich habe 3200 Spot Damage, bin immer noch am Leben und habe nicht ein HP verloren. Jetzt müsste unser Team eigentlich schon längst rechts in die Stadt. Das tun sie leider nicht. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Wir sind schon bei 4400 Spot Damage innerhalb kürzester Zeit. Das Spiel ist gerade mal 2 Minuten alt. Ja, und ich habe 4400 Spot Damage, weil die gegnerischen Panzer dumm genug waren, Richtung Mitte zu fahren. So, jetzt kommt's dazu. Würden ein paar Panzer von uns Richtung Stadt fahren, hätten wir die Stadt schon längst erobert. So langsam aber sicher,
Ne? Wir werden ungeduldig, warum die denn dort nicht hinfahren. Hier T62A hat auch schon komplett alle seine HPs verloren. Ja, ich habe euch ja am Anfang die Stats von den Kollegen gezeigt. Das waren ja teilweise 8000er, 8700er, 9000er WOT-Wertung. Nichtsdestotrotz, nur Leute, die 8700er, 9000er WOT-Wertung haben, müssen immer noch was dazulernen. Ja, dementsprechend ist das auch ein Lehrvideo für diejenigen, die 9000er WOT-Wertung haben und meinen, die hätten das Spiel schon verstanden. Wie ihr sehen könnt, teilweise haben die Leute es einfach noch nicht verstanden. Ja, klar, ich mache auch meine Fehler, aber was soll ich euch sagen? Na, ich habe teilweise Zugpartner gehabt mit 9000, 10000er WOT-Wertung, die meinten ja, ich habe das Spiel gefressen. Und dann haben die teilweise genau diese Fehler gemacht und ich habe sie darauf hingewiesen. Und ja, anstatt zu sagen, ja gut, ich mache auch mal Fehler, kam immer dieses Argument, ja, aber du hast nur 8100er WOT-Wertung, ich habe 9500er. Ich habe 1500 mehr WOT-Wertung, also weiß ich es besser wie du. Auf manchen Maps, mit manchen Panzern, kann das sein, dass ein sehr guter Spieler trotzdem größere Fehler macht, als einer, der sich mit der Map besser auskennt, beziehungsweise mit dem Panzer besser umgehen kann. Ja, Kassier da, 5000 Spot Damage haben wir schon. Immer schön rammen, dem HPs ziehen. Objekt 140 hier rausgenommen. So, jetzt versuche ich hier abzuhauen. 5000 Spot Damage haben wir schon, ja. Ich möchte abhauen, IS-7 hat bessere Ideen, ich möchte abhauen. Kennst du? Du willst einfach abhauen, du bist One-Shot und zwei Heavys haben nichts Besseres zu tun, als dich zu rammen. Nichtsdestotrotz, 5200 Spot-Damage haben wir bis jetzt schon. Ja, Damage haben wir nur 1400 rausgehauen, ist jetzt nicht die Welt, aber ich denke mal, diese 5200 HPs, die der Gegner da in der Mitte verloren hat, zumeist hat dem Gegner das Genick gebrochen. Ja? Also, den Spot auf dieser Map bitte schön passiv aus dem Busch heraus. Oder wenn ihr von der Seite startet, hier rein und mal eine Runde drehen und so weiter und so fort. Alles klar.